Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Hier ist Chris Sedlmayr mit den Libyen-Nachrichten vom 29.11. aus dem Studio von World Jamahiriya. SOS aus Libyen. Wir fordern die Freilassung von tausenden Leuten, die in Libyen illegal inhaftiert sind. Tausende von Frauen, Kindern und Jugendlichen werden in Libyen gesetzeswidrig festgehalten. Wir bitten Sie und rufen Sie auf, sie alle zu unterstützen und ihnen zu helfen. Das Schlimmste ist, dass sogar einige Bauernhöfe und Gasthäuser zu Orten unmenschlicher Behandlung und in Gefängnisse verwandelt wurden. Die Eindringlinge haben an Menschen Zigaretten ausgedrückt, sie auf ihre Füße geschlagen oder den Armen aufgehängt. Religiöse Menschen wurden gezwungen, zu tanzen und Dinge zu tun, die ihr Glaube verbietet. Menschen wurden die Zehennägel herausgerissen und noch viel Schlimmeres angetan. Alle diese Menschen brauchen jetzt ihre Hilfe und Unterstützung. Denn die sogenannte libysche Übergangsregierung hat gezeigt, dass sie nicht die Macht hat, dies zu beenden und tausende Zivilisten zu schützen, die gegen jedes Gesetz eingesperrt wurden in Libyen, besonders Frauen und Kinder. Tripoli. Grüne Widerstandskämpfer attackierten einen britischen Konvoi, der Abgesandte des britischen Parlaments und Delegationsmitglieder, vor allem Topmanager einer Ölfirma und 7 Fahrzeuge umfasste. Führungs- und das letzte Fahrzeug wurden gesprengt und der Rest durch Granatbeschuss zerstört. Auf gleiche Weise wurden 3 Checkpoints der sogenannten Übergangsregierung im Süden des Landes zerstört. Fliehende Ratten wurden durch den anschließenden massiven Beschuss aus automatischen Waffen getötet. Die wütenden Kämpfe zwischen der libyschen Befreiungsarmee und Söldnergangs, besonders im Gebiet um den internationalen Flughafen, wollen nicht enden. Der grüne Widerstand blockierte viele Straßen, griff den Sitz des sogenannten Militärrates in Andalusia an und tötete dabei viele Gang-Anführer. Patrioten feuerten mit einem Granatwerfer auf eine Patrouille der sogenannten Übergangsregierung in der Gegend von Al-Fatah. 3 Söldner wurden getötet, der Rest konnte fliehen. Und am Sonntag wurde eine Delegation des Rattenpremier Abdel Rahim Al-Kiba Opfer eines verwegenen Angriffs des Widerstandes. Abdel Rahim wurde unglücklicherweise nicht getroffen, aber immerhin 2 seiner Begleiter in der Delegation, 5 weitere wurden evakuiert für Reparaturen. Am Flughafen der Luftwaffenbasis Mertika blockierten die Ratten ein Passagierlinienflugzeug, das startbereit für seinen Flug nach Malta war. Sie wollen damit Druck auf ihre Führung ausüben, ihre geplante Rache an Bani Walid zu unterstützen, wo sie am 23. November eine schmachvolle Niederlage erlitten hatten. Bani Walid befindet sich nun unter voller Kontrolle der Grünen Armee, wird aber weiterhin belagert und von allen Seiten beschossen. Benghazi. Aufgrund der desaströsen Situation, in der sich die Bürger befinden, hat der grüne Widerstand eine höhere Geldsumme aus seinen eigenen Dollarreserven angeboten, um den unter dem gravierenden Hunger und der totalen Abwesenheit jeglicher elementarer Lebensgrundlage leidenden Bürger zu unterstützen und zusätzlich direkte Lebensmittellieferungen zu organisieren. Algerische Hacker attackierten 2 Tage lang die Webseiten der Ratteninstitutionen in Libyen und katarischer Nachrichtenagenturen. Dies war eine direkte Antwort auf die Gefahr, die durch die einzickerten Ratten ausgeht, die den Krieg nach Algier ausdehnen wollen, um ihre NATO-Freunde auch dorthin zu bringen. Auf der Seite posteten die Hacker Fotos von getöteten und verwundeten libyschen Kindern mit den Worten: Wer seid ihr? Aus dem Anfang der denkwürdigen Rede von Muammar al-Gaddafi. Die algerischen Hacker kündigten an, ihre Attacken fortzusetzen, und sie alle unterschrieben mit den Namen von gefeierten libyschen Märtyrern und Helden. Sawiya. Der Kongress aller libyschen Stämme ist hier gerade zu Ende gegangen. Wie uns eine Quelle berichtete, wurden Stammesführer, die sich der sogenannten Übergangsregierung angeschlossen hatten, von der Konferenz ausgeschlossen. Alle anderen Stämme, ob sie Jamahiriya-Unterstützer waren oder nicht, nahmen an der Beratung teil. Ali Ahwal, Kopf des größten libyschen Stammes, erklärte, dass die sogenannte Übergangsregierung Libyen verraten und durch die NATO hat zerstören lassen. Die Stammesführer streben Stabilität und Unabhängigkeit an. Die Libyer empörten sich, dass sämtliche Öleinnahmen verschwunden sind und das Öl nach links und rechts verschenkt werde. Die sogenannte Übergangsregierung ist komplett isoliert und hat keinerlei Unterstützung, und zwar weder von den Stämmen noch von ihren Söldnern. Die teilnehmenden Stämme wiesen die sogenannte Übergangsregierung zurück. Nach langen Debatten und direkten Gesprächen beschlossen die Stammesführer einhellig, dass erstens alle Bürger Katars das libysche Territorium zu verlassen haben, da diese Leute das Land seiner Bodenschätze beraubten und eine große Gefahr darstellten. Zweitens, alles gestohlene Eigentum, Gold, Autos, Wertgegenstände müsse unverzüglich den Eigentümern zurückgegeben werden. Die Diebe müssten hart bestraft werden.
Drittens, Saif al-Islam soll keinesfalls getötet oder bestraft werden. Viertens, alle Gefangenen und Festgehaltenen müssen freigelassen werden. Danach sind es die Stämme, die eine Regierung zu bilden haben und die Mariteure zu verhaften und vor Gericht zu stellen, wie zuvor. Die Ratten des sogenannten Übergangsrates entschieden sich nahe des Tagungsortes mit Schüssen in die Luft, der Entscheidung der Ältesten zu begegnen. Sie sind außer sich durch die Aussicht, das geraubte Gut zurückgeben zu müssen und sich vor Gericht verantworten zu müssen. Der offizielle Vertreter der Jamahiriya, Yusuf Shakir, berichtete über den Sender Arai TV, dass Sheikh Tantush mit Hilfe der Vereinten Nationen entführt wurde. Vertreter der Vereinten Nationen übergaben den Imam den Misrata-Banden, die ihn zu Folter und Misshandlung verurteilt haben. Nun weiß man, dass Gaddafi das Richtige getan hat, als er die UN-Charta 2008 zerrissen hatte und ihre Aktion als Terrorismus charakterisierte. Und die jüngsten Vergehen der Vereinten Nationen in Libyen bestätigen, dass er im Recht war. Die Befreiung Libyens geht weiter. Das waren die Libyen-Nachrichten von und mit Chris Hedelmeier im Studio von World Jamahiriya.